Lange ist es her, doch nun bereichern wir euch wieder mit einem weiteren MiiWorse Update Video, welches am 27. November 2013 erschienen ist. Da Anfang Dezember endlich der MiiWorse Service für Nintendo 3DS erscheint, trifft Nintendo endlich einige Vorbereitungen, damit das Social Network nicht ganz unübersichtlich wirkt. Ebenso sollen in nächster Zeit einige 3DS-Spiele im MiiWorse hinzugefügt werden. Die erste Neuerung zeigt die neue Ansicht der Community. Es werden jetzt mehr Communities angezeigt und auch die neuesten Communities werden als erstes aufgeführt. Ebenso wurde ein cooler Filter hinzugefügt, in dem man verschiedene Kategorien auswählen kann. Juhu, endlich nicht mehr so komplizierte Suchen machen, yeah! Die zweite Neuerung wäre, dass man im eigenen Profil nicht mehr die Gesamtanzahl seiner erhaltenen Gears sehen kann, jedoch kann man die Anzahl in den eigenen Beiträgen noch sehen. Zu guter Letzt gibt es innerhalb der Communities ebenfalls ein Update. Ab jetzt werden die Beiträge von Nutzern, die das Spiel gespielt haben, als erstes gelistet. Falls ihr alle Beiträge sehen wollt, müsst ihr nur den entsprechenden Reiter anklicken. Ja Leute, das war's auch schon wieder. Das MiiWorse für Nintendo 3DS wird ja im Dezember endlich erscheinen nach fast 1,5 Jahren. Und ich frag euch, freut ihr euch schon auf das MiiWorse Update für Nintendo 3DS? Und wenn ja, dann lasst uns bitte in den Kommentaren wissen, auch wenn ihr euch nicht drauf freut. Und ja, das war's von mir. Ich bin der Dennis und bin out now. Dieses Video wurde gesponsert von Harpack.